Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Boah, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen hier die Gegend erkundet, so, also mit Rechten, okay. Und ja, sind über ein paar schwierige Gegner gestoßen, haben ein bisschen trainiert und so. Jetzt werden wir in den Saxonhafen mal reingehen und ja, unsere Mission hier, unsere Hauptstory ein bisschen fortführen. Aber zuvor gehen wir erst einmal hier rein, weil da drin ploppt die ganze Zeit ein Skit auf, das ich natürlich nicht aufrufe. So, und da war ja noch irgendwas, glaube ich. Da war neben der Taverne irgendein Zeichen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, da stand irgendwie jemand. Deswegen, ja, guck mal, hallo. Auch noch Sachen. Boah, ich ja überall noch mal hinrennen. Okay. Also ja, Dingens. Expedition, die können wir ja mal aufrufen. Natürlich nicht offscreen irgendwas aufgerufen. Boah, zweimal gewonnen. Okay, ach, dann kriegen wir mehr Erfahrungspunkte, oder was? Oder auch nicht, keine Ahnung. So, wir haben ein neues Dingen, aber dafür brauchen wir Level 3. Ach, da steht, was wir spezielles finden können, ne? So, da fehlt uns noch irgendwas. Wollen wir mal hier hinschicken. Vielleicht finden wir noch was, was uns noch fehlt. So, erst einmal muss ich auch mal sagen, wir gehen noch mal so die Titel und alles so ab, weil mit Rokuro bin ich hier sehr erfolgreich gewesen. Nämlich habe ich einmal Seelenjäger, wo ist das? Hier. Alte Seelen, also im Kampf, also die, da zählen auch irgendwie die Seelen, die man ja bekommt, wenn man den Gegner irgendwie betäubt und so. Also nicht nur die, die man einsammeln kann und so im Kampf. Außerhalb des Kampfes die zählen anscheinend nicht. Schade. So, Schwachsteinjäger, 50 mal ein Schwachpunkt herausgefunden von irgendwas oder eine Kombo gemacht, ja. Ingenieur, 100 zerlegte Ausrüstung, ja. Habe ich aufs Screen gemacht, weil da bekommen wir sowieso nur unwichtige Sachen, die wir später brauchen. So, dann Ausrüstungen habe ich bei jedem so ein bisschen. So, Luffy Set hat nur die Kalzitstiefel, glaube ich, gemeistert. Übrigens gehen mir die Stiefel für die Männer aus, also nur noch Eisen hat jetzt hier die Kalzitstiefel übrig. Plus 30% Fokus bei weniger als 8 weniger HP. Ich glaube, Kalzitstiefel hat jeder, ja, jeder außer Eisen. Offscreen hochgelevelt, dann noch Eisen hat den Windring aufgelevelt, also mehr Windschaden, ne, Windresistenz, ne? Ja, Windschaden reduziert um 4%. Bernscheid Armreif, war glaube ich seine erste Waffe oder seine zweite. Windangriffskraft auch nicht schlecht. Dann habe ich den Erdring mit Rokuro noch gemeistert. Also Erdschaden runter. Finde ich gut, dass wir für jeden hier schon fast die Ringe fertig haben. Dann Velvet war auch sehr produktiv, hat die Kalzit-Klinge gemeistert, also gepanzerte Gegner, mehr Schaden. Kalzit-Stiefel habe ich ja schon gezeigt und Kalzit-Gürtel auch wieder 30% Artangriff bei 8% oder weniger KP, irgendwie komische Effekte. Und Kalzit-Gürtel habe ich ja nicht gerade gezeigt, doch. Kalzit-Gürtel? So, das ist da in einer Reihe, oder? Ja, das war's dann. Okay. Kann ich meine Liste hier schließen und wir können dann weitergehen. Kind der Wildnis, was? Wo hast du den jetzt einfach mal her? Kind der Wildnis. Dieser Titel wird dafür verliehen, die verschiedenen Verbrauchsgüter gefundene Gebrauchsgüter. Was? What? Und ich habe ich den jetzt bekommen. Ja, der fünfte Imperia oder so. Wie ist es gibt da unten. アルトリウスは思っていた以上に支配力を増しているな。王国そのものって感じだな。何より民衆の支持が圧倒的だ。人類の救世主、同志様か。さらに気になるのはアルトリウスが 聖書カノヌシの加護をもたらすと言っていたことだ。聖書。教会が祀ってる神様よね。演説でも言ってたけど。
Ja, unsere Helden. So, im Heiligtum war anscheinend noch irgendwas. Also gehen wir mal rein. Ich spreche nicht nochmal mit jedem. Wenn sich jetzt, na jedes Mal, wenn ich in der Story ein bisschen fortschreite, hier die Dialoge ein bisschen ändern, dann ja, meinetwegen. Ich habe mit jedem hier schon in der Stadt geredet. Jetzt ich nochmal mit denen reden, damit die mir irgendwelche Informationen geben, die ich wahrscheinlich schon kenne. Hier spreche ich mal mit der. Die Vorstellung hier gefällt mir besser als die Musik auf der anderen Seite des Platzes. Schau schön zu unserem Wink, mein Blütenballon lässt mein Herz höher schlagen. So bewegt man die Menschen. Ja, um solche Sachen hier. Einmal mit jeder Person in der Stadt reden reicht mir schon. Aber dann, wenn irgendwie die Story wieder weitergeführt wird und weil nicht jeder hier noch mal was Neues zu sagen hat, dann ja. Es ist, als würde es irgendwie ein älteres Final Fantasy spielen. Und jedes Mal, wenn du in der Story fortgeschritten bist, haben wieder NPCs irgendwas Neues zu sagen in irgendeiner Stadt. Aber du erkennst das ja nicht wegen den weil die keine Ausrufezeichen und also weiter meinen Kopf haben. Hier wird das ja nur angezeigt. いや、それこそ大人を惑わし、ダメな人間を生む悪の誘い。愛を重ねるほど嬉し楽しく、いろいろどうでもよくなってしまうぞ。魔法カレーも美味しいよ。いや、子供も誘惑されている。魔法と Nur wer Ordnung versteht, ist ein guter Mensch. Wer die Versuchung erlegt, ist nichts wert. Sie sind wertlos, nicht wahr? Ja, natürlich sind sie das. Du scheinst mir nicht sehr überzeugt von deinem eigenen Glaube zu sein. Also, versuch mich nicht hier nur darüber zu überreden. Ich stehe schon wieder so komisch. Velvet, sie wird wieder getriggert. Pass auf. Warte nur auf, bis sie auf irgendwelche Dorfbewohner hier losgeht. Haben die klassischen Namen? Ifrit, Undin und so? Sylph, Gnome? Von denen hat man in Zestiria nämlich nichts gehört. ゴーマ病のせいで忘れてた神様にすがりたくなったわけか。アルトリウス、民衆を操るために信仰を利用したと言えばいい。変な、Angst aus。どうしてアルトリウス様に落ちから狼しくなさい。そして、哀れな人間にお救いを。もしそうなら、たくらの成功しているよ。 Mächtiger Pyrrha, Hilter Toris, bitte erlöst euren demütigen Diener. Erlöst uns. Okay, sonst noch irgendwas hier?
Nö, okay, dann können wir hier raus. Bevor wir natürlich hier das eine Zeichen auf der Karte erkundet haben, da war weiß ich nicht. Ich glaube, da stand irgendjemand, der hatte irgendwie so ein Zeichen über dem Kopf. Weiß nicht, was das genau war, aber gehen wir mal dahin. Kann er nicht schaden. Nebenquests und so. Die sind zum Glück nicht mehr so nicht bei dem Spiel. Aber Nebenquests in Tales of Spielen sind nicht mehr so verpassbar, wie sie in, weiß ich nicht, Symphonia oder Abyss waren oder so. Ja, so. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Sieht aus, als hätte sie Erfolg gehabt. Hier habt ihr die versprochene, was? Über kriechende Dämonen, was? Mein neuen Auftrag, sehen wir noch nicht an, wenn ihr wollt. Ach, du hast mir direkt eine Belohnung dafür gegeben, dass ich das Viech erledigt habe, oder wie? So, Galesseestraße. Ach, da kriegen wir sogar, da sehen wir auch, was wir kriegen. Level 20, oh Gott. Nummer 3, ja. Ich nicht. Schaltet die Kampfschwierigkeit hoch im Optionsmenü, okay. Flugstabilisierung im Kampf. Kam es überhaupt irgendwann mal so zu dem Punkt, an dem wir halt einsetzen mussten? Das ist nämlich mal an, hier so, wenn man ja in die Luft wenn man in die Luft geschleudert wird und glaube ich vier oder irgendwas drückt, sowohl L1, ich glaube L1, bei Blocken, die Blocken-Taste muss man normalerweise, ne? Das nehme ich mal an, wenn in die Luft geschleudert wird und man drückt L1, dann ja, landet man auf den Beinen. Da ist jetzt nicht noch eine neue Mission gekommen. Also kam es irgendwie noch nie, habe ich so das Gefühl. So. Wer übrigens gedacht hat, dass ich diesen Wolfkopf da gesehen habe, dass das irgendwie was mit diesen Monstern zu tun hat, Alarmstufe Rot Monstern. Was mich aber verwundert hat, ist, dass das Viech, was wir da gesehen haben, nur Nummer 3 war. Und diese Fledermaus war Nummer 1. Geht weg, Alter. Also wir haben irgendwie einen verpasst. Natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, wer wird jetzt kurz vom Level ab, dann können wir ja mal hier irgendwo einen Kampf machen. Ich glaube, sie lernt eine neue Art. So. Hi. Konter. Puff. Ha, also klappt. Ich muss echt lernen, deine Kombo auch zu beenden. Sie hat schon den letzten. Ich habe gar nicht den letzten Schlag gemacht. Lawinenzahn. Ach ja, Kochen habe ich auch gemacht hier. Automatisches Kochen kostet ja nicht so viel. Schon mal einfachste Rezept hier benutzen. So, hat mal gelernt. Lawinenzahn, das ist eine Dingensart. Ja, die so einfach auszuprobieren, direkt einzuteilen, ist ein bisschen doof. Ich irgendwie einen Kampf oder so sehen. Ich weiß nicht, jede Attacke immer neu an oder so, hallo. Ja, wir versuchen mal hier ein bisschen weiter zu kommen in der Story. Vielleicht schließt sich ja noch irgendwann ein bestimmter Charakter mal endlich unsere Truppe an. Ich schaue nur dich an, Magilo. Wir haben langsam mal Zeit, dass du dich hier uns anschließt. Rein in der Stadt bin ich auch ein bisschen gewesen. Sachen zerlegt und so. Hat nichts ausgelöst hier. Aber wenn irgendwie eine Katze aufgeploppt wäre, hätte ich sofort, weil nicht meine PS4 ausgemacht oder so. Aus dem Fenster geworfen. Wenn ich die Katze nicht ohne euch sehe. Aber da oben war das Ding, also konnte mich hier noch frei bewegen. Ich habe sogar ein bisschen hier eine Ballonmission gemacht. So, da, wo ist die Nummer? Was mich verwirrt, sind doch nur 10 oder so. Die haben nur gesagt, es gibt 10 von diesen Viechern. Finde ich ein bisschen traurig. Nur 10 Stück, das ist ein bisschen wenig, finde ich. Soll er bloß nicht hier mit dem optionalen Content hier irgendwie vermasseln? Das Spiel ist verdammt gut bisher.
今のうちに倉庫の中へ。ベンウィックたち、うまくやったようだな。そうがないし。だって、ヨムスマイン。知ってるか？星稜は新しい拠点を作ってるらしいぜ。なんでも、古い遺跡があった山の中に、でっかい神殿を建ててるんだとか。そんな暇があるなら、一匹でも多くゴーマをぶっ殺せってんだ。いいの？そんなこと言って。俺は同志を崇めて、現実を見ないバカどもとは違うんだ。相変わらずゴーマ病の治療法は見つからねえし、ゴーマはうじゃうじゃいる。最低最悪が最低じゃなくなった程度で、この先どうなるかなんて分かったもんじゃねえ。ひょっとしたら今、ゴーマが町中に入り込んでることだってありうるんだぜ。ええ、あんたの言う通りよね。Ich mag dich. Ich lasse mich nicht betrügen, überlisten, austricksen oder beschwindeln. Ich bin doch kein Idiot wie alle anderen, ja? Ja. Zucker. Boah, lecker. Also Rohrzucker. Mhm. So, hier war da. Ich habe gesehen, da kann man irgendwo rein. Rein da. Ich dachte, da wird Ausrufezeichen damals mal. Wo habe ich da bekommen? Olivenöl. Kurz in die Aufnahme geguckt. Kann mir noch, das kann ja noch nicht so einfach sein, oder? Das nehmen wir jetzt mal anzünden, ne? これを壊せばいいのね。ミッドガント教会の風刺。中身を確かめるか。必要ないわ。燃やしてライフセット。うん。Bin mir ziemlich sicher, niemand wird das merken oder versuchen uns aufzuhalten. Wir können ja einfach so rausspazieren, ohne dass, oh Gott. Was habe ich gesagt? Soll es jemals so einfach werden, ne? Wir können ja niemals zum richtigen Zeitpunkt zum am richtigen Ort sein, ne? Ach ja, stimmt. Stimmt, wir haben sie ja schon getroffen. In Hella Ws, glaube ich. Warum ist die Musik jetzt schon wieder so laut, ey? So. Stimmt, wir haben sie ja schon getroffen und sie ist auf uns losgegangen. Ich dachte erst, vielleicht erinnert sie sich nicht mehr an uns. Ja, da ist eine Mystic Art rein. Ich dachte erst, wir wären so, mein Gott, was? Ich wollte schon sagen. So, ist der andere schon weg? Nö. Und puff. Und nochmal puff. Ausgezeichnet. Ich habe irgendwie nur so im Kopf gehabt, dass wir die in dieses eine Dorf hier getroffen haben, aber wir haben sie auch schon Dings getroffen hier irgendwie. In Hella Ws. So am Ende. Jetzt haben wir noch kein Problem mit ihr. Eisen, sie ist betäubt. Den schnapp ich mir. Das ist irgendwie gar kein Problem. So, okay. Oh, das war einfach. まだやる気？まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして、どうして壊せるのですか。人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕を守るでくよ。かかってこいでく。ノーメン。ほら。そうでくか。見つけてぞ。このバッドなお声は裏切り者ビエンフ。珍妙にお縄に使え。出た。おい、煙が上がってないか？わあ、わあ。本当だ、火事だぞ。Vielleicht grillen die da drin nur, hallo? 火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。放て。
山様、これは一体。ひどいお怪我を。私よりも人を集めて倉庫の消火をお願いします。はい。この倉庫には何があったか分かりますか？確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。Weil wir die Elden, die so spielt sind. Oh Gott. Ich fühle mich irgendwie unwohl mit meiner Truppe. Wir haben neue Sachen gelernt und wir haben neue Sachen gemeistert. Steht da irgendwie viel? Nö. Details. Geh mal Details. Steht da irgendwo, wo man Dingens bekommt? Nö. Okay. Normaler Ignizid. Schaltet zufällige Fähigkeit der Stufe 2 frei. Ah, schön. なんとか逃げ切れたな。よいよいよいよ。無念じゃよ。せっかくあいつを追い詰めたのに。ま、居場所が分かったからよしとするかの。あんた、あの変な精霊を探してたわけ？そうじゃ。奴の名は精霊ビエンフ。わしの可憐な乙女心を傷つけおった憎さ余って可愛さ全開なのるじゃよ。へへへ。捕まえたらどうしてくれようか。意味がわからん。わからん。いいの。わかったら困るわ。あ、はい。あ、damn. ローグレスに報告に戻るわよ。Ach, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Ja, okay, wir haben da was angezündet oder so. So, er hat seine Weste abgeschlossen. Zum Glück habe ich vor der Aufnahme noch eine Kalzitweste gekauft, weil ich wusste, irgendwie gehen die Sachen mit ihm aus. So, sie muss den Wind trinken. Okuro, kannst du irgendwas anderes hochleveln? Ja, sogar, nein. Warte mal, doch. Warte mal, sie ist mit dem Ring jetzt gerade fertig, also... Also perfekt, hier. Im Windring, dem Wasserring, nimmst du... Ah, ist auch perfekt, ja. Genauso, genauso, genauso. So, du hast Kalzitstiefel gelevelt und kannst jetzt nichts mehr leveln. Ah. Ja, du hast ein paar Sachen gelernt, gut. Gut, die sind gut. Windangriffskraft noch besser. Ich glaube zwar nicht, dass du irgendeinen Windzauber hast im Moment. Hier hast du auch nichts. Nehmen wir hier mehr Angriffskraft, ja, ne? Mehr Artangriff. Ja. So, ich brauche neue Klamotten. Ich brauche unbedingt neue Klamotten. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, auf wen es Magilo abgesehen hat. Und ich rieche, dass das Viech irgendwie das Maskottchen sein wird. Hier spielt sich mit den Maskottchen dieses Spiels kann ich nichts anfangen. Also dieser Spielserie meine ich. Kann ich irgendwie alle nie leiden, sind irgendwie alle nervig. Weiß nicht, warum die immer sein sollen. Einziger Maskottchen, das ich mochte, war Tenebrae aus Tales of Symphonia 2. Ja, aber wenigstens cool. Hatte Charakter. Ironischerweise ist eines der schlechtesten Tales of Spiele, als ich gespielt habe. So. Ich habe in der Ecke R2 einfach nur mich da aktiviert habe. Ja, sehr gut, Kokoro. Neuen Kochlevel erreicht. Hui. Zeig mal. So ein erstes Mal hier. Dann kriegt sie eine neue. Ja. Man braucht möglicherweise keine Zutaten, wenn Ein-Sterne-Rezepte zubereitet werden. Sehr gut. Ich nehme an, das ist ja, das ist ein Ein-Sterne-Rezept. Würde ich sagen, dann wechseln wir uns mal so ab hier, ne? Thunfisch. Ja, reichen wir das hier erstmal. Wie kann ich einstellen? Ah, okay. Warum kann ich jetzt nur eine? Ach so, das ist eine Dingens passive, deswegen, ne?
So. Irgendwas schon da. Keine Ahnung, ein wahrer irgendwas. Aha. Gut, Rokuro ist jetzt am Kochen. Alles klar. Ich brauche unbedingt ein fünftes Partymitglied, weil ich will, dass all meine Charaktere so gleichmäßig gelevelt sind. Und 500 verlangt doch schon so danach. Haben die ein bisschen Schaden bekommen vom Anfang? Alter. So, ich drücke einfach nur R2, damit ich das aktiviert habe. Sie hat ja dauernd irgendwie Dingens Seelen. Nur als computergesteuerter Charakter weiß sie, die nicht richtig einzusetzen. Wie so das Gefühl. Schwachstellenjäger und Kalzitweste. Ah. Eine neue Weste. Und schon sagen, du kannst doch nicht alles hier hochgehört haben. Er hat schon reduziert, ja. Schwachstellenjäger, Schwachpunkt-Kombos. Hm. Ja, du auch. Nein! Hab ich gesehen. Ha. Und zack. Nein, ich dachte, der weiter. Weil einige denken sich jetzt so, warum tut so von jedem Charakter hier irgendwie alles einsetzen und so, aber spätestens wenn ich am Ende des Spiels alle Titel ab, bin ich derjenige, der lacht. Aber nur, weil niemand anders lacht, weil niemand anders meine Videos guckt. Nein, war ich das? Nein. Raffiset, okay, sehr gut. Also ich will einen fünften Charakter langsam mal haben. Da steht niemand mehr. Einfach nur, damit ich Velvet aus dem Team erstmal nehmen kann, damit sie ihre die Rückkehr der Heulsuse, damit sie endlich mal auf dem gleichen Stand so erfahrungsmäßig ist, weil der letzte Schlag gibt ja die meisten Erfahrungspunkte und ja, wenn sie nicht im Team ist, kann sie nicht mehr Erfahrungspunkte bekommen. Deswegen, so, die Heulsuse kehrt zurück oder die Rückkehr der Heulsuse. Ach so, ich dachte, er meinte Magilo. あいつが泣いてたのをベルベットが茶化したんだ。涙目タイマシってな。タイマシがなぜ泣く。前を守るためにはこの犠牲もよしとする。アルトリウスの断りに後ろめたさを感じたんでしょ。甘ちゃんなのに。それであれだけやれるのか。一等タイマシの肩書きは伊達じゃないようだな。油断はするなという話だ。ところで マギルーが追っかけてたビエンフーとかいうのは本当に精霊なのか？俺たちとは異なる種族だが精霊だ。ラーメンのな。マギルーは大魔師ってことか。魔女とか魔法使いって言ってたのは何だったんだ？マムザカたち。捕まってたことを考えれば精霊からはじき出されたやつなのかもね。見込んでるオフタッチのエクソシストです。そうね。大魔師じゃなくても あの妙な精霊がいれば記述ごっこくらいはできる。イリノワ様はビエンフーが守るでふよ。かかってこいでふ。だもんな。お、笑った。あ、ごめんなさい。なんで謝るんだよ。ビエンフーが面白かったんだろう。笑いたいときは笑えばいいんでふ。そんなにおかしいならお前もやってみろ。 ほら、僕はライフセットでふ。あ、うん。僕はライフセットでやめなさい。え？なんでだよ。ほら、人が見てる。目立つの困る。あ、ごめんなさい。また余裕のないやつだな。ライフセット、後で二人でやってみようね。うん。 Werden so ein Spaß. Oh, Expedition. So, irgendwie habe ich das jetzt nicht mitbekommen. Wie kommen sie darauf, dass Magilu eine Exorzistin ist? Gehörte ihr Bienenfu oder was? Ich habe da jetzt irgendwie Piratenflagge namenlos. Ich habe jetzt irgendwie nicht so mitbekommen, wie sie darauf gekommen sind. Piratenflagge.
Piratenflagge, Sturmcrew. Okay. Kriegen wir irgendwann ein Schiff? Das wäre geil. Ex-Wärme, ja. War immer noch nicht auf den Namen klar. So, nochmal da ein. Wird das Gebiet ganz abhaken, wenn es geht. So, gehen wir noch die Mission ja schnell ab. Dann kann man die nächste Mission anfangen. Nehme ich an. Da. Da war er doch, ne? Okay. Schattengilde, nächste Mission. Wir machen voll das legale Zeug und so, ne? Mhm. So, mal gucken, ob schon wieder Ausrufezeichen irgendwo sind. So, ich habe das erledigt, wovor ihr mich irgendwie gefragt habt. So, mhm. Ich Auftrag, ich weiß nicht, was sie meinen. Nach einem Vermissten suchen, einen Hinterhalt verhalten. Finde einen Gelehrten namens Mandy, der entlang der Galetzsee-Straße verschwunden ist, und bringe ihn wieder zurück. Ja. Okay. Cutscene. Okay, es geht. Okay. Gut, dann muss ich sagen, oh, da sind schon wieder Seelen aufgetaucht. Oh. Oh. Die tun so schnell auftauchen, nicht? Weiß nicht, ob ich irgendwann mal über eine Truhe stolper, wo ich nicht genug Dinge habe. Okay, dann würde ich sagen, ich speichere hier und oder ich gehe noch weiter. Ich gehe am besten noch mal weiter. Raus jetzt auch noch ein Speicherpunkt. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge um die nächste Mission kümmern und suchen den oder die Vermisste, die wir suchen müssen und so. Vielleicht werde ich offscreen hier und da ein paar Kämpfe machen, Sachen aufrüsten, aber braucht man eigentlich nicht mit in der Aufnahme, ne? Wir haben sowieso nicht viele Sachen, die wir jetzt aufrüsten können. Mit dem, demnach sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.